Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir werden in dieser Folge mal noch einmal zu dem komischen Sumpfbauern gehen. Ach, Wölfe, guck mal. Wölfe! Ausweichen ist Zweck. Loaua. Ey, ohne Spaß, jetzt mal ohne Witz. Wo ist der andere Wolf hin? Ach, da. Warum halten die auf einmal so viel aus? Ich habe den einfach viel mehr mit meinem Knüppel-Damage gemacht, oder? Ohne Spaß. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ah, zum Glück kommt mir der eine helfen. Scheiße. Mann! Ich bin gleich schon wieder tot, ey. Das kann nicht wahr sein. Wie scheiße schwach ich gerade bin. Ich bin der Meinung, ich habe am Anfang mehr Damage gemacht. Mit dem mit diesem behinderten Holzknüppel. Jetzt bin ich schon wieder halb tot, ey. Das kann nicht wahr sein. Muss ich mein letztes Fleisch essen? Meine Fresse, ne, meine Fresse. Was haben wir hier? Kraut. Da ist nochmal ein bisschen Kraut. Hier ist auch Kraut. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kraut ich mittlerweile habe, aber ich kann ja mal nachgucken. Guck mal, 6 Kraut habe ich schon. Da ist das 7. Kraut. Und da ist auch schon das 8. direkt daneben. Ich bin, glaube ich, hier zum Krautsammler geboren. Ey. Das kann man nicht anders sagen. So, ich schnapp ihn auch das Kraut einfach vor der Nase weg. Zack, mein Kraut. Und zack, mein Kraut. Und jetzt pass mal auf. Zack, mein Kraut. Und da hinten ist auch noch ein bisschen Kraut. Ich glaube, Risen, lassen wir jetzt Risen sein. Ich werde jetzt Krautfarmer. Ja. Und wir sehen uns jetzt 52 Folgen an, wie ich Kraut sammle. Ich denke, das ist eine recht gute Idee von mir. Die würde ich so auch auf jeden Fall umsetzen wollen. Warum habe ich kein Fleisch mehr? Das hat relativ wenig geheilt. Du bist neu. Ja. Ich überspringe das. Das hatte ich in der letzten Folge schon. Also müsstet ihr theoretisch dann die letzte Folge gucken. Sicher. Man kann es zum Brauen. Weil die Jungs sind ja. Wie gesagt. Ich will aber das alles nochmal machen, weil ich weiß nicht. Ich finde das immer ein bisschen doof, weil mir das dann sozusagen in diesem Ding fehlen würde. So, die beiden verkaufe ich, kriege ich immer noch 4. Jawolli. Danke. Wobei, warte mal. Boah, ich brauche unbedingt Wasser, ne? So ein Scheiß, ey. Aber er gibt mir auch gleich 70. Guck mal, das ist noch mehr Kraut. Woohoo! Ich bin ein richtiger Krautboy geworden. Ich weiß halt, wie man Kraut farmt. So sieht's aus. So. Schupp. Bist du gekommen? Nein. So, ist das deine Bruchbude? Und die dieses Gespräch hatte ich auch schon, deswegen werde ich das jetzt hier auch überspringen. Weil, wie gesagt, ist blöd. So. Naja, kann mir so die Grundlagen beibringen. Was ist denn Braukraut? Bla bla bla. Taugt dein Bier was? Ja, das ist das beste Bier of the world. Natürlich. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern für Rachel, weil die Männer wollen ja Bier trinken. Ich erledige das. Give me your shit. Der Don, Schutzgeld, bla bla bla. Ich kann dir helfen. Das Coole ist, die kann ich jetzt natürlich direkt abgeben. Hier. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Und ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. So, das ist schön. Und jetzt ist das Coole. Ja, jetzt ist wirklich das Coole. Ich kann mir jetzt tatsächlich dieses Schutzding kaufen. Gib mir den. Sicher. Hier hast du ihn. Aber geh vorsichtig damit um. Einmal verwendet, ist die Schriftrolle wertlos. So, Grundlagen Alchemie. Wobei, gut, das kostet auch nochmal 100. Hätte ich zwar jetzt, aber nein. Was? Mann, nein, ich will nicht. Ende. So. Wir gehen jetzt einfach schnurstracks zurück in die City. Dann geben wir nämlich das Bier. Aber ich könnte natürlich jetzt die Schriftrolle durchaus auch verwenden, um... Ja, gegen Domingo war das, ne? Zu kämpfen. Aber ich glaube, entweder spare ich sie mir wirklich für hier, ne? Broga auf. Oder ich gebe dem einen Typen, damit er keine Angst mehr hat und arbeiten geht. Dann könnte ich nämlich die Quest beenden. Hab dann aber selber keinen Schutz. Das ist halt jetzt so ein bisschen blöd. Das ist jetzt die Frage, was macht man am besten damit, ne? Wir können mal mit Beppo reden. Hallo.
Was stehst du hier in der Gegend rum? Geh Kisten schleppen, aber zack, zack. Eine Menge netter Leute hier im Lager. Was soll das heißen? Willst du etwa, dass ich dich beim Don melde? Mach mal. Und was ist dir über die Leber gelaufen? Ich brauche die Artefaktkisten, und zwar schnell. Hawkins hätte mit seinen Arbeitern schon längst liefern müssen. Vielleicht hätten wir nicht so einen alten, tattrigen, herzkranken Zausel mit dieser Aufgabe betrauen sollen. Vielleicht. Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Ich rede von mir und dem Don natürlich, du Spinner. Der Don will, dass die Artefakte aus den Ausgrabungen und alles, was aus Gold ist, bei mir abgeliefert wird. Das macht dich ziemlich wichtig, was? Hüte deine Zunge, sonst lasse ich dich auspeitschen. Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Artefakte, du dämlicher Kerl! Sag doch schon der Name! Alles, was die Arbeiter ausgraben, packen sie in die Kisten. Wir haben schon wahre Kostbarkeiten hier in den Tempelruinen gefunden. Aber lass dir bloß nicht einfallen, den Goldkram zu klauen. Der Don würde dich zur Rechenschaft ziehen. Ich krieg ja schon richtig Angst. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack. Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ich sehe schon, du hast hier alles im Griff, was? Na, aber... Sei aber bloß nicht so vorlaut. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Wenn du das sagst. Hier, nimm einen Vorschuss an deinem Anteil. Versauf aber nicht gleich alles. Das ist schon cool. Ich meine, ich habe die Quest erledigt, ohne die Quest eigentlich jemals erledigen zu wollen. Vorher schon. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug. Gib es mir. Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Doch, na gut. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. So, pass auf. Übrigens. Pass mal auf hier, ne? Pass mal auf, Schätzelchen. Hat jed so nicht. Hat jed so nicht. Verstehst du? Hat kann ich so nicht zulassen. Brogar zwingt den Jäger Sam, für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogars Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen. Was glaubt Broger eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Du, als ob er auf mich hört, ey. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir das sicher? Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Ja, das mit dem Spiel ist jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut. Wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. So, nochmal Gold erhalten. Der Rest, den finde ich jetzt nicht so wichtig, ganz ehrlich. Ich bringe dem einen Typen halt auf jeden Fall noch sein Gold, natürlich. Ich weiß nicht, was soll ich denn mit Broger erklären, als ob der auf mich hören würde. Der lacht sich doch in Fäustchen, wenn ich jetzt damit ankomme, ohne Spaß, ne? Aber gut, ich meine, ich werde es versuchen natürlich, weil immerhin... Ja, sind wir hier der Babbo und wir müssen jetzt mal gucken, was da los ist. Achso, hochspringen kann er nicht, ja, ist interessant. Moment, hier ist doch voll falsch, hä? Nee, hier ist richtig. Ich will ihm halt sein Gold schnell geben, damit dann da alles clear ist, dann habe ich das nämlich erledigt. Und kann mich wieder um andere Dinge kümmern, um Broger zum Beispiel. Dann gehen wir zu ihm und sagen, hier, pass mal auf. Schnapsdrossel, so geht das nicht. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Ich könnte jetzt sagen, nein. Ja, hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Gut gemacht, mein Junge. Ich danke dir. Das werde ich mir merken. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Super. Krieg ich vielleicht irgendwas billiger jetzt? Nein. Toll. Na toll.
Wobei, ich muss, Moment, ich muss mal kurz gucken, wie viel Kohle habe ich eigentlich? 184, ja, ist ein bisschen wenig. Ist leider ein bisschen wenig, muss ich gestehen. Ach, Moment, ich habe hier auch noch einen Heiltrank. Darf man ja nicht vergessen. Nee, ich muss sagen, das ist mir zu wenig. Das ist nicht cool. Oh, das heilt aber gut, ey. Nimm mich am Arsch. Ich könnte natürlich Alchemie ein bisschen machen, aber wie gesagt, nee. Ich müsste nochmal alle anhauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Ich will. Besserer Dieb. Schleichen für 100. Taschendieb für Schlösser öffnen für 100. Das ist die Frage, was cool, aber 100 Gold, ey. 100 Gold. Wird man sich wahrscheinlich später locker leisten können, aber momentan nicht. Was ich mal gucken möchte, ob irgendeiner mir Stärke beibringt. Das wäre cool. Huhuhu. Weil, dann kann ich mich irgendwann bessere Schwerter tragen. Und das wäre doch ziemlich geil. So, allerdings müssen wir jetzt mal schauen, wie kümmern wir uns denn um Broga? Du bist ein Schurke. Du bist Rachel, die bringt mir ja nichts bei. Er bringt mir auch nichts bei. Du bist ein Handlanger. Du bist Craig. Ah. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Hör auf, so dämlich zu grinsen. Du hast mich restlos ausgeplündert, Mistkerl. Ich betrachte das als deinen Gewinn für die Wette. Werd glücklich damit. Das werde ich bestimmt. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Jawohl, guck mal hier, Stärke. 65 Gold, das geht, das ist okay. Ich weiß zwar nicht, was das mit den Lernen... Also so steigt man dann wahrscheinlich eher auf, ne? Also. Warte mal kurz. Ist das nicht billiger? Moment, 11 Gold kostet ein Punkt. Wenn ich das 5-mal mache, dann bin ich bei 55. Ich will stärker werden. Weiter so. Ach so, das kostet dann immer mehr Gold, aber dann bin ich immer noch billiger bei. Ich will stärker werden. Gut. Aber wobei, nee, wahrscheinlich nicht. Egal, jetzt machen wir das. Ich will stärker werden. Weiter so. So, jetzt bin ich ja schon ganz stark. Glaube ich, denke ich. Müssen wir mal gucken, wie stark bin ich. Boah, guck mal, wie stark ich bin. Boah, ich bin so stark. Okay, wir müssen das also alles kaufen. Das ist interessant. Dann gehen wir jetzt zu Broga und, ja, reden wir mit ihm. Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wüsste nicht. Das hatten wir sogar schon. Wenn die Jäger... Ja, ich... Am Ende... So... In Verstehe. Der letzten Folge oder so. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Das kann dir doch egal sein. Ist es aber nicht... So, jetzt muss ich erstmal gucken, was haben wir denn hier noch? Wir haben immer noch so viel eigentlich, das ist echt krass. Broga will, dass ich dafür sorge, dass Clay da am Lagerfeuer rumhängt. Hä? Ach, fuck. Das ist natürlich dadurch, dass ich das eine Mal gestorben bin in der letzten Folge, hat er das natürlich gar nicht mitgenommen. Das heißt, ich muss ihm jetzt erstmal 20 Gold geben. Oh, Mann, ey. Also so habe ich es das letzte Mal halt gemacht. Ich überspringe das jetzt halt auch, weil wie gesagt, ich will mir das nicht alles nochmal anhören müssen. So. Ich kann jetzt sagen, beweg deinen Arsch. Ich gebe ihm jetzt 10 und sag danach, beweg deinen Arsch. So, er hat 10 bekommen. Beweg deinen Arsch. Oder was? Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Na dann zeig mal, was du kannst. Boah, guck mal, der ist voll unfair, der Bursche. Alter, der ist aber auch ein guter Kämpfer, der Clay. Lol.
Ich glaube, ich hätte ihm einfach das Gold zahlen sollen. Einfach drauf! Einfach drauf! Einfach drauf auf die Fresse hier! Dem alten... Kack Spaß, so einen Moment. Hahaha, ich hab mich voll verarscht. Ich hab einfach... einen Heiltrank genommen. Ja, so sieht's mich... Oh, oh. Lol, warum ist denn jetzt der Heiltrank? Ich hatte doch zwei. Ja, schön, aber dann geh mal ein bisschen weiter weg. Nicht, dass ich aus Versehen treffe und dann ist hier aber... Tovu Wabohu. So, komm, greif an, Clay, komm. Ich mach dich kaputt, ist mir egal. Ich hau dir die Fresse blau. So, ich hoffe, jetzt gehst du wieder arbeiten. Ich nehme dich jetzt noch schnell aus, weil du bist scheiße. Danke. Ach, guck mal, er hat Wasser gehabt. Ich habe ganz viel Wasser sogar, guck mal. Aber das bringt leider nicht sehr viel Heilung. Das bringt mir gar keine Heilung, weil es nur Mana bringt. Na gut. So, gehst du jetzt wieder arbeiten? Hm? Ja, nicht hinlegen, schlafen. Was arbeiten. Ist? So, jetzt beweg deinen Arsch rüber zum Wachposten. Ist ja schon gut, ich gehe. So, du. Meine Fresse, immer muss man denen erstmal eine geben, weißt du, dann spuren sie. Ich habe natürlich viel Leben verloren, leider, leider. Aber ich kann Broga wenigstens sagen, pass up, alles geklärt. Ich spinn's halt. Dieser. So, jetzt werde ich hier natürlich erstmal schnell speichern, damit ich das auf jeden Fall gespeichert habe. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Leben holen. Deswegen trinken wir jetzt noch mal. Obwohl ich halt auch mal schauen muss, das kann ich aber nicht während des Trinkens machen, das ist schade. Ich muss halt mal ein bisschen schauen, was ich jetzt noch an Quests mache. Ich finde es halt ein bisschen... Es ist halt in neueren natürlich so, dass man das irgendwie besser angezeigt bekommt. Auch auf der Map angezeigt und so weiter und so fort. Das hat man hier leider nicht. Also auf einer Minimap natürlich jetzt, aber... Na gut. Was soll's, ne? Machst du nix. Und ich... Ich hab ja immer noch den einen Typen, der momentan nicht arbeiten will, weil er Schiss hat. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich mit dem jetzt anfangen soll. Ich will ihm halt nicht meinen Schutzzauber geben. Ich kann bei Craig Wetten eingehen und um... Ja, toll, ne? Ach so, soll ich das der Alten doch sagen? Na gut, dann sage ich es der Alten doch. Gut, die Bruchstücke, da bin ich dabei. Rachel erzählte mir, dass die Hälfte des Goldes, das für den Nonnengeborenen verschwindet, es muss jemanden geben, der sich das Gold einstreicht und die Jungs aufwiegelt. Sprich, um zu sehen, was sie für Probleme haben. Vielleicht kann ich ihr helfen, das Lager aufzuräumen. Okay. Also, gut, mit Sam habe ich geredet, mit Hawkins könnte ich jetzt nochmal reden. Das ist das langwierige Ziel, natürlich die Audienz, ne? Banditenlager, da fehlen mir noch zwei Leute. Das ist halt, Domingo wartet ja schon die ganze Zeit, der ist, wartet sehr brav. Helfen und dafür sorgen, dass die Jagdgeschäfte wieder laufen, damit Rachel die Jungs mit Fleisch versorgen. Aber wie soll ich ihm dabei helfen? Das ist die Frage. Gut, den müsste ich suchen. Aber Domingo ist mir ein bisschen zu stark, und dann muss ich einfach mal so sagen. Pass auf. Ich gehe jetzt einfach mal zu Enrico und werde einfach ihm diesen Schutzzauber geben. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt so. Dann habe ich den zwar erstmal nicht mehr, aber vielleicht kann ich mir den nochmal kaufen und dann... Mein Gott. Tu das Ding wieder weg! Ja, Moment. Alles geht gut. Doch. Alles gut, alles gut. Aber hier ist ein... Guck mal. Ah, nee, die ist tot. Ja, das ist gut. Ich dachte schon, die lebt noch, ey. Meine Fresse. Dass sie auch immer gleich so aggressiv wirken müssen, ja. Also, hier. Meine Fresse, nur weil ich mit einer Waffe hier, also. War da irgendwas? Nein. Oder vielleicht doch. Moment, da hinten ist er, aber vielleicht gibt es hier noch irgendwas zum Buddeln. Ah, hier war ich schon. Kann das sein? Nee, hier habe ich noch nicht... Nee, hier habe ich noch nicht gebuddelt. Das kann ich mir nicht vorstellen, du.
Wir gucken einfach, was da drin ist in der Kiste. Nix. Das ist ja toll. Okay, dann ist da nichts. Eisenerz sollte ich ja auch irgendwie holen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich Eisenerz herbekomme. Was ist denn eigentlich hier unten? Hier sind auch noch Gebäude. Wer ist denn hier eigentlich? Ach denn, ach so. Ja gut, dann hat sich das ja erledigt. Dann weiß ich ja, wo ich bin. Immer noch im Lager. Ich dachte, ich bin jetzt woanders. Warum auch immer ich das dachte. So, mein Freund. Dann hoffe ich mal, ich kann dir diese Schutzding-Zauber geben, damit du wieder arbeitest. Machst du einfach irgendwas? Ich habe hier etwas zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Total überzeugend. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Vergiss es. Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus. Alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Es geht doch nichts über leichtgläubige Menschen. Nicht wahr? Gut, dann kann ich jetzt, das mache ich jetzt auch noch schnell in der Folge, die schon wieder... Ich muss sagen, das geht manchmal echt recht schnell vorbei, diese 20 Minuten. Mir kommt das gerade echt so ein bisschen vor, als ob ich nur 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten gespielt habe, die Folge. Krass. Ich kann auch noch ein bisschen Crowd sammeln. Irgendwann werde ich bestimmt wieder zu... Was? Nix. Irgendwann gehe ich bestimmt wieder zu dem Sumpfbauern und dann kann ich ihm das Crowd nämlich bringen. Ich sehe hier gerade nichts. Na gut. Wir gehen erstmal zu Hawkins und er wird sich bestimmt freuen, dass die wieder arbeiten. So, jetzt muss ich aber erstmal, Hawkins sitzt da natürlich, wie immer. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donners spart. Gib mir, warum soll ich das denn haben? Also echt. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Wow, 5 Gold, leck mich am Arsch. Danny arbeitet wieder. Ja, gut. Hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja, nicht ganz. Ist dir danke. Egal, was? Nimm dies. Boah, leck mich am Arsch, ist der großzügig. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Nimm das Gold. Ich will gar keine... Was ist mit Arbeiterkleidung? Jetzt schlägt es ja wohl 13 hier. Na gut. Dann habe ich natürlich ein paar Quests erledigt. Natürlich habe ich noch relativ viele offen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich die jetzt alle machen soll. Ja, das Problem, der Kämpfe Craig und Süd. Ich habe 3 halt besiegt. Mir fehlen noch 2. Mir fehlt im Grunde nur noch Domingo. Ja. Und Broga selbst. Das Problem ist, dass ich Broga nicht besiegen kann. Ich kann auch nicht mal Domingo besiegen, ey. Das ist echt so ein bisschen strange. Ich muss mal gucken, wie viel Kohle ich habe. 100. Schwert. Warte mal, Craig kann mich doch unterrichten im Schwertkampf, ne? Bist du Craig? Du bist Craig. Kannst du. Bring mal was über den Kampf bei. Das kostet 200 fucking Gold, ey. Das ist unglaublich. 100 Goldmünzen, dann bin ich Stufe. Dann wäre ich hier 22. Was bringt mir das überhaupt? Ich meine. Ich müsste für das andere eigentlich Schwertkampf eher machen, ne? Ich brauche auch Geschicklichkeit. Hohe Geschicklichkeit ermöglicht es dir, bessere Bögen zu benutzen. Außerdem verursachst du im Fernkampf mehr Schaden. Weisheit benötigst du für das Verstehen der magischen Siegel. Deine aktuelle Lebensenergie, deine Lebens,
Anzeige zeigt dir, wie gesund du bist. Deine aktuellen Lernpunkte. Lernpunkte brauchst du, um deine Attribute zu steigern und neue Fertigkeiten zu lernen. Die habe ich und die kann ich hier verteilen, oder wie, oder was, oder wo, ich verstehe es nicht. Was ist denn hier los? Ich habe noch gar nichts gelernt, ne? Im Grunde. Ja gut, aber ja, das kann ich momentan alles noch nicht machen. Das kann ich noch nicht machen, ne? Das geht noch nicht. Naja gut. Ist auch erstmal egal. Ich will halt gucken, wie ich das... Also wenn ich 23 Punkte hätte, dann kann ich ja hier noch ein bisschen machen. Aber gut, das machen wir irgendwann mal so später. Ich muss mal gucken, wie das nochmal... Ob das überhaupt geht, ob ich das so richtig dann mache. Mal schauen. Auf jeden Fall beende ich an dieser Stelle die Folge. Wir haben noch einigen Scheiß zu erledigen. Wir müssen einiges tun. Ach so. Ich beende die Folge sofort. Ich will aber eine Sache noch schnell tun. Ich werde jetzt einfach mal petzen, dass sie hier um Geld spielen. Übrigens. So. Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Dieser Mistkerl weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Die Arena-Kämpfe werde ich noch nicht, weil ich will selbst noch in der Arena kämpfen. Das wäre ziemlich blöd. Das mache ich, wenn ich dann alle Arena-Kämpfe gewonnen habe. Ne? Das wäre clever. Lorenzo. Jetzt ist hier auf einmal Lorenzo. So. Ich habe Rachel von euren Wetten erzählt. Was? Hast du einen an der Fackel, Alter? Das kannst du doch nicht machen. Doch. Wo ist das Problem? Mann, der Don hat Glücksspiele verboten. Vor allem die, bei denen um Gold gespielt wird. Ach was. Jetzt stell dich nicht so dämlich an. Geh zurück und bieg das wieder gerade. Warum sollte ich? Das muss ich jetzt noch machen. Ich will wissen, ob ich das gerade biegen könnte. Du warst doch bei Craig, oder? Was hat er gesagt? Ich glaube nicht, dass er mit seinem Glück... Ich könnte jetzt natürlich sagen, er wird es nicht wieder tun. Bam. Alles ist gut. Er wird's nicht wieder tun. Gut, das will ich ihm auch geraten haben. Hast du gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Danke, Schnuckelchen. So, dann gehe ich jetzt zu ihm und sage, pass auf, alles ist cool. Ich habe gesagt, du machst das nie wieder. Wir sind jetzt, ich möchte gerne 50% deiner Einnahmen. 80. Und? Was ist jetzt mit Rachel? Ich konnte sie wieder beruhigen. Wir können weiterspielen. Puh, nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Mann, Mann, du bist aber auch selten dämlich. Hm. Das nächste Mal fragst du lieber vorher, bevor du so einen Scheiß baust, klar? Nö. Niemals. Wer bist denn du? Du bist ein Typ. Na gut, dann beende ich jetzt die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn wir mal gucken, was wir noch so für Quests machen werden wollen. Bis dahin, haut rein, Leute.